Hallo Ali und herzlich willkommen zur Serie Regionale Küche, rustikale Hausmannskost mit Tradition. Die Idee zu dieser Serie hatte der Kanal Ostdeutsch Kochen. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann und ich als Berliner werde natürlich ein traditionelles Berliner Gericht vorstellen. Am Ende des Videos werde ich dann nochmal zeigen, welche tollen traditionellen Gerichte noch zu sehen sind. Ich werde die einzelnen Rezepte verlinken, sind wirklich tolle Sachen mit bei. Ich wünsche jetzt jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen, wie ich Hoppelpoppel zubereite. Für das Hoppelpoppel benötige ich natürlich Kartoffeln, das sind welche vom Vortag, die sind übrig geblieben. Hoppelpoppel ist ja auch ein Gericht, was aus Resten sozusagen besteht. Der Berliner sagt immer, von dem popligen Rest, bevor er hops geht, mache ich noch Hoppelpoppel. Dann brauche ich dafür noch etwas Fleisch. Ich nehme heute hier ein Stück Kassler, das ist übrig geblieben. Das kann man aber auch ersetzen durch alles Mögliche. Da könnte man jetzt auch einfach einen Schnitzel nehmen, klein schneiden. Ein Hähnchen geht auch. Alles, was man übrig hat, kann man klein schneiden und damit reingeben. Dann brauche ich noch 5 Eier, ein klein wenig Sahne, das sind jetzt hier so 4 Esslöffel, etwas Fett zum Anbraten der Kartoffeln. Dann habe ich hier Muskat, das reibe ich immer frisch. Ich würde es auch jedem raten, immer frisch zu nutzen. Dann ein wenig Majoran, ein wenig Kümmelpulver. Wenn kein Kümmelpulver vorhanden ist, dann kann man also auch Kümmelkörner nehmen. Dann habe ich hier 3 Schalotten. Ja, man kann auch ganz normale Zwiebeln nehmen, ich bevorzuge aber die Schalotten. Dann habe ich hier einige kleine Gürkchen, ein wenig rote Beete noch. Im Hintergrund ist noch Petersilie, die ist also auch ganz wichtig, die wird auch zum Würzen nachher benutzt. Ich werde mir das Ganze jetzt vorbereiten. Erstmal die Kartoffeln ganz normal schneiden in Scheibchen, so wie man es für Bratkartoffeln macht. Und auch das Fleisch und die Gürkchen klein schneiden. Die Kartoffeln schneide ich dann immer so in etwa 1/2 Zentimeter Dicke. Gib sie erstmal in eine Schale, in einen Topf rein. Und das Fleisch schneide ich dann in 1 Zentimeter dicke Scheiben, dann in 1 Zentimeter dicke Streifen. Und dann 1 Zentimeter dicke Würfel. Die Gürkchen, da sie ja sehr klein sind, die schneide ich halt einfach nur so in Streifen. Die Schnibbelarbeiten sind jetzt vorbei. Das heißt, zum Schluss muss ich noch Petersilie ein bisschen klein schnippeln, die kommt da auch noch mit rein. Jetzt werde ich mir aber erst noch ein bisschen Muskatnuss reiben. Ich habe hier so eine kleine Mini-Reibe. So, das ist so ein Ding, das habe ich mal für 1 Euro gekauft, wie so ein Billigladen. Ja, entsprechend lässt sich das damit auch reiben. Aber es ist besser, als wenn man fertiges Pulver nimmt. Bei dem fertigen Pulver hat man meistens nur 60-70% Muskatnuss. Ansonsten sind da sehr viele Füllstoffe mit dran. Jetzt kann dann das Fett erhitzt werden. Ich werde schon mal die Flamme anstellen, die Pfanne etwas vorheizen und das Fett reingeben. In das heiße Fett gebe ich dann die Kartoffeln. Ich mache das heute hier in einer Paella-Pfanne. Idealerweise macht man das in einer Eisenpfanne. Da braten die Kartoffeln dann einfach ein bisschen krosser an. Ist also noch ein bisschen besser, aber ich mache heute relativ viel davon und nutze dazu meine große Paella-Pfanne. Ja, schön glatt verteilen und dann das Ganze erstmal schön brutzeln lassen, bis es so ein bisschen knusprig auf einer Seite ist. Zwischendurch dann immer mal so ein bisschen durchrühren. Jetzt haben die Kartoffelchen schon eine schöne Farbe angenommen. Jetzt gebe ich hier also das Fleisch schon mal mit bei. Und auch die Zwiebelchen gleich. Und dann das Ganze wieder so ein bisschen unterheben. Ja, wenn man jetzt also keinen Kassler hat und jetzt ein relativ fades Fleisch nimmt, also jetzt ein Schnitzel beispielsweise vom Vortag, dann würde ich immer noch ein wenig durchwachsenen Speck am Anfang auslassen und dann in dem ausgelassenen Speck die Kartoffeln anbraten, vielleicht auch noch ein bisschen Schmalz mit dabei geben. Jetzt würze ich das Ganze noch ein bisschen mit Salz. Da das Kassler ja schon von Hause aus salzig ist, etwas salzig ist, natürlich nicht zu viel, wenn man einen Schnitzel nimmt oder Hähnchen, dann entsprechend ein bisschen mehr. Dann gebe ich hier noch etwas Pfeffer, das ist mein bunter Pfeffer, den ich mal selber mische. Dann etwas Majoran, getrockneten Majoran, der sowieso relativ häufig in der Berliner Küche benutzt wird. Dann gebe ich hier meinen gemahlenen Kümmel dazu. Wenn man keinen gemahlenen hat, dann einfach Kümmelkörnchen nehmen und ein wenig von der frisch gemahlenen Muskatnuss. Das Ganze hebe ich jetzt einmal runter. Ah, das riecht schon sehr, sehr lecker. Und jetzt gebe ich meine Gürkchen dazu, die kleinen geschnittenen. Ich habe mir hier auch noch ein paar aufgehoben. Die brauche ich mal hier für den Teller nochmal.
So. Und das Ganze dann auch noch mal runterheben. Und dann lasse ich das jetzt noch einen Moment ziehen. Kurz bevor dann das Ei dazu kommt, gebe ich hier so ein bisschen klein gehackte Petersilie dazu. Und gebe das auch noch mal unter. Und dann kann auch das aufgeschlagene Ei, das verquirlte Ei dazu. Ja, ich habe einfach dazu die Sahne mit einem dazu gegeben. Und das gebe ich jetzt hier so ein bisschen rüber. Und lasse das Ganze dann auf kleiner Flamme jetzt nochmal, ja, vielleicht so 2-3 Minuten, vielleicht auch 5 Minuten, muss man ausprobieren. Und in der Zwischenzeit werde ich mir dann schon mal meinen Teller vorbereiten. Den Teller habe ich mir jetzt vorbereitet. Ich habe hier noch ein wenig rote Beete, ein paar kleine Gürkchen und etwas Feldsalat. Die Eimasse ist jetzt gut gestockt. Das heißt, jetzt kann aufgetan werden. Das ist hier also eine größere Portion für mehrere Personen. Ich habe das jetzt so für etwa 4 Personen gerechnet. Insgesamt waren das ungefähr 500 Gramm Kartoffeln und 350 Gramm, ja, könnten auch 400 Gramm Kasslerfleisch gewesen sein. Da kann man also gut von satt werden. Das ist wirklich ein sehr, sehr leckeres Essen. Leider gibt es das nur sehr, sehr selten in einem Restaurant. Ich kenne also 2, bei denen das noch hoppelpoppel auf der Karte gibt. Das ist natürlich dann kein Resteessen. Das sind alles frisch gemachte Sachen. Und das schmeckt auch sehr lecker. So, das war es jetzt soweit. Hier kommt noch ein bisschen Petersilie in der Mitte. Und so werde ich das jetzt servieren. Da kann sich dann jeder so viel von runternehmen, wie er mag. So, das war es erstmal für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Morgen wird Ostdeutsch kochen ein tolles Gericht vorstellen. Da gibt es dann Hering mit Sahnestipp. Ja, und jetzt einfach noch einen Moment dranbleiben. Ich habe jetzt hier nochmal eine Endcard vorbereitet. Da sind dann auch noch die weiteren tollen regionalen Gerichte zu sehen. Die habe ich alle verlinkt. Bitte einfach mal reinklicken, anschauen und auch da gerne einen Kommentar hinterlassen. So, nun wünsche ich guten Appetit und bis eventuell übermorgen. Da werde ich dann noch ein Rezept vorstellen. Da gibt es dann Berliner Beulenfleisch, auch ein ganz hervorragendes Gericht. Ja, dann erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüss!